Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin's wieder, euer Tomek, und heute versuchen wir hier raus mal Geld zu machen. Aus den 234.000, die wir noch haben, mal wieder ein paar Millionen zu machen, damit wir hier endlich mal unser Projekt voranbringen können und hier endlich diese beiden wunderschönen Städte miteinander verbinden. Ja, wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass wir hier irgendwie mal ein bisschen Effizienz reinbringen müssen und mal mehr Geld verdienen müssen mit den einzelnen Zügen. Wir hatten ja schon angefangen, den Eisenzug jetzt hier zu machen, der jetzt wirklich nur noch Eisen transportiert. Unseren Werkzeugzug ein bisschen aufzustocken. Und jetzt müssen wir mal versuchen, den hier nochmal voranzubringen, dass der mehr transportiert. Aber auch vor allen Dingen mal wirklich einen reinen Stahlzug irgendwie hinzukriegen, weil hier unser Werk, unser Maschinenwerk hat einfach zu wenig Stahl. Und kann dann natürlich dementsprechend auch keine Werkzeuge produzieren, wenn es keinen Stahl hat. Und um das Problem hinzukriegen, müssen wir hier irgendwie mal Kohle verdienen. Aber das will irgendwie noch nicht so richtig. Gut, letztes Jahr wäre es ganz gut gegangen. Wir haben 635.000 für neue Fahrzeuge ausgegeben. Andererseits haben wir auch 460 für Verkaufte gekriegt, also so riesige Sprünge sind da nicht drin. Und die Güterwagen sind halt so unfassbar teuer. Und die Lok dazu auch. Also eine normale Lok mit, weiß nicht, 8 Wagen dran ist dann hier mal eben bei 4 Millionen. Und wir krepeln hier dauerhaft kurz vorm Bankrott rum. Also das ist echt, läuft nicht so richtig gut im Moment. Aber ich wüsste auch nicht aktuell, wie wir jetzt mal schnell einen Sprung schaffen sollen, weil ein neues Darlehen können wir nicht aufnehmen. Oh, doch, jetzt können wir es wieder. Ah, unser Darlehens wurde gerade erweitert. Na, dann können wir natürlich jetzt hier mal... Machen wir hier mal kurz einen Break. So, der Zug ist gerade wo? Hier, der wollte gerade rausfahren und Stahl wegbringen. Den drehen wir jetzt einmal um, fahren den zurück ins Depot. Jetzt ändern wir das Ganze hier mal ein bisschen ab. Das ist ja so kaum haltbar. Jetzt haben wir mal Gott sei Dank Glück gehabt, dass genau in dem Moment hier das Geld reinkam. So, jetzt verkaufen wir hier erstmal die kleinen Stahlanhänger. Den packen wir mal auch weg. Und kaufen hier mal Güterzüge für Werkzeug. 1, 2, 3, 4. So, zack, 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 zack. Jetzt ist der 98 Meter lang. Machen wir noch zwei. So, den schicken wir jetzt wieder los auf die Werkzeuglinie. Sagen aber zwischenzeitlich noch mal bei der Werkzeuglinie, dass der hier in Mittelten West, hier, bitte einmal die 1 nur nutzt. Und sagen wir go. So, und dann bauen wir hier noch einen neuen Dampfzug mit Güterwagen, und zwar für Stahl. So, hopp. So, und der kriegt jetzt eine neue Linie. Und zwar fährt er jetzt nur von hier nach da. Und zwar Stahl. Wobei das, glaube ich, dieselbe Linie ist wie die Eisen, ne? Linie zu weisen, Eisen. Genau. So, dann haben wir jetzt einen Eisenzug, einen Stahlzug und einen Werkzeugzug. So, der Werkzeugzug ist hier, hier ist Eisen. Könnten wir ja den Stahlzug... Ja, müssen wir doch eine neue Linie machen. Machen wir doch noch eine neue Linie. Da ist eine andere Farbe, wunderschön. So, von hier nach... dort, das ist jetzt der Stahlzug,
das sind die Stahllinie und der kriegt jetzt hier nämlich die Linie Stahl. Ach, jetzt habe ich sie ja zugemacht. So, dann können wir jetzt hier nämlich mal unsere Züge nochmal besser legen. Wir haben den Baustellenzug. Die Baustellenlinie, die können wir mal löschen. So. Wir haben den Werkzeugzug. Ja, habe ich gerade auch verwendlich gebaut. Räumen wir mal ein bisschen auf. So. Der Kohlezug hält ganz außen. Der Stahlzug. Den lassen wir mal hier auf dem Gleis 3 ankommen. Genau, so. Okay. Haben wir hier vorher noch eine Kreuzung, wo wir den schon den Grün rüber schicken können? Nee, oder? Haben wir noch nicht, weil irgendwie haben wir hier keinen zweiten Abzweig gebaut. Warum eigentlich nicht? Machen wir das mal so. Machen natürlich hier vorschriftsmäßig noch ein paar Signale dazwischen. Reißen wir das hier ab. So. Dann nehmen wir nochmal den hier und den grünen und sagen, bevor der nach Dings fährt, soll der unbedingt ganz, ganz dringend nochmal an diesem Signal vorbeifahren und dann haben wir nämlich schön einzeln für jedes Gleis einen Zug, beziehungsweise für jeden Zug ein Gleis und hier hinten ist das jetzt wie folgt geregelt: der Stahl- und der Werkzeugzug enden an demselben und auf dem anderen der Eisenzug. Ja, okay. Irgendeinen Tod müssen wir ja sterben. So. Und jetzt haben wir hier Millionen. Wir haben noch 24, also 6 könnten wir noch aufnehmen. Wir versuchen es mal jetzt hier. Uns mal an dem Thema irgendwie hinzuziehen. Es ist auch manchmal ein bisschen komisch, dass er das nicht dann wieder gerade zieht, also dass er nur so eine Kurve dann immer bauen kann. So, jetzt ziehen wir das mal bis hier so erstmal. Und bauen mal einen Personenbahnhof, und zwar einen Kopfbahnhof mit zwei Gleisen natürlich. So. Und zwar so. Und jetzt müssen wir hier wieder so machen. So machen. Da ein Anschluss, da ein. So. Jetzt bauen wir hier gleich mal unterwegs. Nehmen wir mal Ausweichstücken ein. Mit dem Straßennetz nicht funktioniert. Sowas könnte mich dann immer leicht aufregen. So. So. Das funktioniert ja auch noch. Dann haben wir hier eine Ausweichstelle. Da oben bauen wir auch noch einen dazwischen. Kurz vor der Brücke. So. Wieder mit dementsprechenden Signalen natürlich versehen.
So. Jetzt müssen wir noch hier irgendwie. So, richtig schön schweineteuer. Und völliger Blödsinn mal wieder. Mein Gott, ich werde es aber auch nicht mehr lernen. Schön wieder 2 Millionen Euro sinnlos rausgehauen. Plus den Abbau, plus hier den Terrainangleich. Wir wollten doch schließlich. Hier landen. So, jetzt wäre es natürlich auch nice, wenn die beiden hier aneinander gehören. Hauen wir halt nochmal 1 Million raus. Ein bisschen Darlehen auf. Das kostet schon die Welt. So, und so, und so. Ein wunderschönes Bauwerk haben wir hier hingezimmert. Oh Mann. Ich glaube, noch teurer hätten wir es kaum bauen können. So. Damit es hier nicht so hässlich aussieht, der Hang. Dann war es hier schon mal zweigleisig, mehr oder weniger. Weil wir da unten sind, schließen sie jetzt hier wieder an. Hier ein Signal, wo ist hier die Weiche? Da. So, dann haben wir hier ein schönes Ausweichstück. Da, da, da. Ja, das wird passen. So. Dann reißen wir erstmal den Quatsch ab. Und dann brauchen wir ja noch wieder ein Bahndepot. Was machen wir mal? Dahin und ein Depot dahin und eine neue Linie. Und so von hier nach dort, warum der auch immer diesen komischen Braunton hier wählen muss. So, Personen. Ja, hier. So, dann gucken wir mal. Zug. Dampf. Das wäre ein schneller Gut. Der schafft 100 km/h, ist relativ teuer. Ist für den Personenverkehr geeignet, kostet aber wieder 2,4 Millionen. Was kostet denn hier so ein Waggon? Höchstgeschwindigkeit 100. Der kostet auch 500.000. Keine Fresse. So, dann lassen wir uns 500.000 als Puffer nochmal drin. Und hauen hier mal wieder die Kohle raus. So. 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 Nochmal, wie viel? 3 Waggons jetzt erstmal? Ja. Und hauen die erstmal drauf. Und versuchen damit mal Geld zu verdienen. So, unsere Zuglinie hier mit Stahl, die Lok. Haben wir gar nicht hier im Blick. So. So und so. So, und jetzt müssen wir mal hier Kohle verdienen. Unser Werkzeugzug ist nicht ganz voll. Warum nicht? Weil der hier wahrscheinlich immer noch nicht. Na doch, jetzt kommt er langsam. Über den Stahlzug, 72 mal Stahl jeweils. Ja, sollte langsam gehen. So. Mal gucken, was sich hier in unserem Personenverkehr so tut. Ob sich dann hier auch nach und nach auch Passagiere sammeln.
Der fährt aber wirklich schöne 100 km/h, die ganze Strecke. Kommt hier schon an, wo aber leider noch kein Passagier wartet. Hier sind 7 wenigstens, aber der fährt jetzt auch nochmal leer zurück. Das ist natürlich nicht so schön. Hier hat sich auch noch keiner gesammelt. Ah, hier wäre jetzt die ersten 3 Passagiere zumindest, aber gut. Oha, oha, wir verbrennen die Kohle ohne Ende. Die 500.000 müssen wir hier wahrscheinlich bald wieder noch aufnehmen. Aber das musste jetzt mal sein. Außerdem mit finanziellen Puffer spielen kann ja jeder. So, der bringt hoffentlich gleich Geld, der bringt Kohle. Der sollte ordentlich Geld jetzt bringen. Naja, wobei, der ist gerade erst losgefahren. Der sammelt auch gerade ein. Okay, der hat wenigstens 270 gebracht. Was bringt der hier immer? 300 und ein paar zerquetschte. Haben wir hier genug Kohle und alles im Werk? Ja, im Moment läuft das ganz gut. Meist ist im Moment hier für die Stahlproduktion oder für den Stahlzug gedacht an. So, logischerweise ist ja nur der Stahlzug. Aha. So, hier sind schon mal 15 Mann jetzt im Personenverkehr. Mal sehen, was das an Kohle bringt, indem wir mal folgen. Der sieht schon eigentlich ganz cool aus. Wir müssen natürlich noch über den Fluss rüber. Ja, dann quasi die erste Fahrt für dieses Jahr. Aber da brauchen wir, wie gesagt, definitiv mindestens einen zweiten, tendenziell sogar einen dritten Zug, um da wirklich alle 5 Fahrten zu schaffen. Also mit 2 geht's, daran kann ich mich erinnern, aber da muss man dann schon viel Glück haben, dass wirklich am besten am 1.1. einer rüberfährt und der letzte dann wirklich am 31.12. So, das hat jetzt immerhin 174.000 gebracht. Das ist nicht so sonderlich viel, aber immerhin. Der ist jetzt sogar schon voll. Und hier stehen noch Leute, also sobald wir das Geld für nochmal einen Zug haben, sollten wir den unbedingt kaufen, aber der kostet da halt auch irgendwie 3 Millionen. Und wir machen hier im Moment gerade nur miese, und zwar ordentlichst. So, unser Stahlzug ist leer und der Eisenzug ist voll, der Kohlezug ist voll und der Werkzeugzug ist auch gerade leer, also da ist auch kein Geld in Aussicht. Das erste Mal. So. Alles nicht so einfach. Jetzt sind wir schon das zweite Mal rübergefahren, aber wir sind schon im Dezember. Also ihr seht, mit 2 Zügen hat man 4 Fahrten immer, denke ich sicher. Die 5. ist dann echt davon abhängig, ob es gerade zufällig passt. So, mal sehen, ob der auch in die Rückfahrt. War jetzt immerhin 400.000 und er ist schon wieder voll. Und hier stehen noch 13, also zumindest schafft er ordentlich Kohle weg. Oh, hier oben stehen schon 75 Leute, die fahren wollen. Also der nächste Zug. Hier, was kostet so ein Wagen? 500.000. Da kann man dann zumindest schon mal relativ zügig wieder, wie gesagt, mit Geld verdienen. So ist halt natürlich, dass man so ewig weit rum muss, aber das ist halt für dieses Szenario so. Was wir mal noch machen könnten, ist, um das, unser Geschäft ja nochmal anzutreiben, hatten wir ja vorhin schon mal überlegt, ob wir nicht hier noch einen Frachthafen hinbauen. So, irgendwie. Können wir ja auch hier hinbauen. So, und hier eine Straße hochbauen. Oh, jetzt sei hier aufgepasst. Nehmen das mal lieber auf. Nochmal ein Frachtdings. Das ist so teuer alles. Wir brauchen Kohle.
weil wenn wir jetzt hier noch eine Frachtlinie hinbauen für die Werkzeuge, dann könnten wir nochmal ein Schiff einsetzen, um hier Werkzeuge von A nach B zu fahren. Unser Schiff hat ja hier in sich... Ja, macht im Moment miese. Warum? Hier liegen 51. Wie voll ist der gerade? 37? Also na, vielleicht war das einfach nur noch die erste Überfahrt sozusagen in dem Jahr. So. Der ist gerade leer, der ist voll. Ja. Langsam kommen wir wieder ins Plus. So, sogar schon 3 Fahrten dieses Jahr geschafft. Und jetzt fährt er gleich das 4. Mal rüber. Oh, das ist ja aber echt fix. Wenn wir einen zweiten haben, schaffen wir es ohne Probleme. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder zählte das schon jetzt als 3. Überfahrt? Achso, das ist glaube ich immer erst, wenn er im Bahnhof ankommt, zählt er das, ne? Also könnte das jetzt. Neues Jahr. Und. Ja, okay, immer wenn er ankommt. So. Wir brauchen mehr Geld. Wir haben schon 30 Millionen Kredit verballert. Ich fasse es nicht. Ich zahle mal hier zumindest 500.000 zurück. Aber mal noch so kleinen Rettungsnotfallpuffer. Aber eigentlich brauchen wir nochmal so. Na, hier unten nochmal 200.000, 400.000 plus die Autos. Na, kommen wir noch näher. So. Oder vielleicht auf die Seite bauen. Nee, das ist noch teurer. Hat 25, kann man hier noch wieder zwischen gequetscht. Also zumindest so vielleicht. Hier oben mal. Da anschließen. 11.000 dann nur. Und dann kaufen wir hier mal noch Güter. 5, 6. Wir wollen Werkzeuge fahren. So, Linie zuweisen, neue Linie. Irgendwie hat das im Moment hier mit dem Braunton. Das hier, naja, Edinburgh meine ich, nicht Edinburgh. Werkzeug. So, jetzt haben wir 1,3 Mille auf dem Konto. Können wir ja mal hier noch ein Schiff kaufen, und zwar ein Güterschiff, was ein bisschen schneller ist möglichst. 20, 25, 20. 23, also der ist hier echt der schnellste, kann transportieren. Achso, ist aber ein Tanker. Der schafft 20 km/h, 20 km/h, 23 km/h immerhin. So, und der soll jetzt hier wirklich nur Werkzeuge mitnehmen. Kaufen. Und eine neue Linie machen. Linie zuweisen, neue Linie. Mit seinem verdammten Braun hier, was will er denn unbedingt von mir? Nein, wohl natürlich dahin. Nicht dahin. So, von da nach. Da. Konnte nicht alle Haltestellen finden. Hä? Was hat er denn jetzt für ein Problem? So, neue Linie, und da,
Noch da. Die ist doch schon angeschlossen. Das funktioniert doch astrein. Die ist auch da. So. Jetzt nehmen wir mal hier die, den löschen wir mal wieder. Nehmen wir die jetzt nochmal. So, und hier nach. Da. Warum findet ihr denn die Linie nicht? So, Linie zuweisen. Neue Linie. Von dem Hafen. Zu dem Hafen. Wo kann der denn nicht alle Haltestellen finden? Was ist das für ein Quatsch? Ist das hier wie in diesem Gesperrten? Wo ist denn jetzt auch unser Schiff? Bin ich völlig verwirrt jetzt? So, der fährt jetzt die Linie 3, aber kann er nicht. Doch, kann er jetzt doch. Wo fährt denn dieses Schiff jetzt hin, wenn er keine Linie hat? Kaufen wir mal den Kahn hier wieder. Clashen die Linie mal. Warum auch immer das jetzt hier nicht funktioniert hat. Ein bisschen merkwürdig jetzt, aber gut. So, wir brauchen auf jeden Fall hier einen zweiten Zug. Aber der kostet so viel. 3,4 Millionen. Hier kriegen wir jetzt noch ein paar Euros dann wieder, aber wahrscheinlich auch nicht genug für den Verkauf. Mein 400.000. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Können wir natürlich hier auch nicht ins Depot zurück verkaufen. Den hier auch mal verkaufen. Mach ich denn hier? So. Mein Scheiß hier auch abreißen. So. Oh. Brauchen wir mehr Geld für weitere Züge? Was sagen wir jetzt hier unserer Linie? Wahrscheinlich ist jetzt hier völliges Chaos entstanden. Die können wir schon mal löschen. So. Aber der Rest passt alles noch. Und bis auf den Stahlzug. Wahrscheinlich kommt der gleich erst das erste Mal in diesem Jahr. Machen wir hier mit allem ordentliches Plus. Kann ja nicht sein, dass der hier miese macht. So, wir haben gerade festgestellt, wir brauchen ungefähr 3,5 Millionen für einen neuen Zug. 3 Millionen haben wir noch als Puffer. Also sollten wir das hier hoffentlich gleich geschafft haben. Ich weiß gar nicht, ob danach noch irgendwas kommt hier in dem Szenario. Oder ob das es dann war. Wenn ich
ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfragt. So, wir brauchen 2,4, die könnten wir jetzt kaufen und die dann nochmal 3 Stück wieder, 2,5 auf Runde 3, also 4 Millionen ungefähr. Damit wir das zusammen kaufen können. Im letzten Jahr haben wir 1,5 Millionen plus gemacht, obwohl wir hier Bulldozer-Gebühren hatten, aber gut, wir haben auch noch Straßen und also die Schiffe verkauft, oder das Schiff und ein paar LKWs. Also wären wir nur bei 1 Million gelandet. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal, dass wir es endlich schaffen, hier den letzten Zug noch zu kaufen, der uns diese 5 Fahrten absolvieren lässt, damit wir das hier endlich gepackt haben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oder einen Kommentar auch gerne da. Abonniert den Kanal unbedingt, wenn ihr sehen wollt, ob ich es denn dann schaffe, in der nächsten Folge hier dieses Szenario abzuschließen. Dieses irgendwie chaotische Szenario. Ich weiß auch gar nicht, was hier los war bisher. Aber wie gesagt, wenn ihr auch Tipps und Tricks für mich habt, die ich vielleicht noch irgendwie schneller und produktiver arbeiten kann und vor allen Dingen nicht 30 Millionen Euro Kredit hier verballern muss. Immer her damit, ich freue mich über euer Feedback. Ansonsten schaut doch mal auf dem Facebook-Profil vom Captain Shift vorbei. Den Link hänge ich euch wie immer unten in die Beschreibung. Und dann danke nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!